Zugegebenermaßen habe ich jetzt mit diesem Wetterbericht so eine helle Freude gehabt, ihn zu bauen. Und um euch möglichst gut mitzunehmen, was uns da erwarten könnte und wo die ganzen Fuß- und Angelpunkte sind und die Fallen, die uns die Wetterkarten stellen in Sachen Hitze der kommenden Tage. Grüße Sie und grüße euch. Es wird eine Zweiteilung geben. Der Norden ist nicht ganz so heiß, der Süden ist heißer und möglicherweise auch eine Zweiteilung zwischen Ost und West und eine Zweiteilung in Sachen Modellläufe. Schauen wir uns aber erst einmal die ersten 8 Tage des Augusts an. Die sind auch ganz spannend. Mit einem Mittel von 16,3 Grad waren die ersten Tage bestückt. Und das Mittel von 16,3 Grad ist das alte Klimamittel des meteorologischen Sommers der Jahre 1961 bis 1990. Da können wir festhalten, die erste Augustwoche war mal typischer mitteleuropäischer Sommer. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die höchsten Temperaturen hatten wir wieder mal in Berlin-Brandenburg mit 18 Grad und die niedrigsten in Baden-Württemberg mit 15,4, Bayern übrigens 15,5 Grad. Die Abweichungen verglichen mit den ersten 8 Tagen des sonstigen Augusts lag in Berlin-Brandenburg bei minus 0,3 und im Südwesten bei minus 2,2 Grad. Es war also im Vergleich zum früheren langjährigen Mittel sogar zu kühl, bezogen auf die ersten 8 Tage. Bezogen auf das Gesamtmonatsmittel war es nur minimal zu kalt. Der August in Sachen Niederschlag brachte zu wenig Niederschlag im Nordosten, zu viel im Südwesten. Im Mittel ist 1/3 erreicht. Das ist auch ein typisches Abbild des Sommers bisher. In Sachen Sonnenschein auch ein Abbild des Sommers bisher. Im Nordosten 25%, im Südwesten 15%. Wie geht's weiter? Das sind noch die Karten von gestern. Bitte verzeiht mir das. Aber der Hauptlauf des sogenannten Zwölferlaufs des amerikanischen GFS-Modells ist da auch so drin. Der zeigt einen Hitzeritt, während das Mittel dann eher nach unten geht. Auf jeden Fall überdurchschnittliche Temperaturen verglichen zum alten Klimamittel. Und am Schluss kommen wir bei knapp 18 Grad raus. Das wäre streng genommen noch leicht unter dem neuen Klimamittel. Und jetzt nehme ich euch noch mal tiefer mit in die Wettermodelle. Das war der 12er-Lauf von Montagabend für den Süden Deutschlands. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperaturen 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Das wissen die meisten von uns. Und die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen. Und alle Modellberechnungen haben wir in bunt. Und unten sind die Niederschlagssignale. Und da geht jetzt erst einmal ein Wärmeritt los. Es sind aber große Unterschiede binnen Wochenfrist da. Die kühlsten Läufe machen in 1500 Meter Höhe 3 bis 4 Grad für den Hinterkopf. Das hieße Schneefallgrenze 2000 Meter Höhe. Und die wärmsten Läufe machen 27, 28 Grad. Das hieße fast 40 Grad mit Durchmischung. Immense Unterschiede für innerhalb einer Woche. Das ist schon eine ganze Menge. Und der sogenannte Hauptlauf turnte wieder ganz weit oben rum und brächte eine ganz, ganz lange Hitzewelle. Und erst mit dem 25. August würde es dann nach unten gehen mit den Temperaturen. So sah der 12er für den kommenden Dienstag, nächste Woche, also heute in einer Woche, um 20 Uhr aus. Zwischen dem Tief bei den britischen Inseln und dem hochöstlich von uns heiße Südströmung. Temperaturen von über 20 Grad in 1500 Meter Höhe und der Osten Österreichs wäre sogar bei über 25 Grad. Eine irre heiße Wüstenluftmasse. Im Norden Deutschlands auch sehr warm, aber nicht heiß. Und jetzt kam der 18er Lauf, der 6 Stunden später berechnet wurde. Und wir nehmen denselben Termin und haben das Tief ein bisschen weiter bei uns liegen. Und dadurch ist es kein warmes Tief mehr, sondern ein kaltes Tief, das kalte Luft bringt und das Hoch ist im Osten. Die Hitze liegt immer noch über dem Osten Österreichs unverändert. Aber über Deutschland hätten wir zwischen einem kühlen Westen und einem eher wärmeren Osten immer noch alles da, aber nicht mehr so heiß. Ist ein und derselbe Tag eine andere Berechnung. Und um das noch plakativer zu machen, habe ich mal den Direktmodell-Output genommen, und zwar für nächste Woche Mittwoch, den 18. August. Das war der 12er Lauf und das der 18er Lauf. Der 12er Lauf brachte verbreitet Hitze bis an die See im Osten Österreichs 40, 41 Grad laut Modelloutput. Auf jeden Fall sehr warm, sehr heiß, hochsommerlich. Und der neue Lauf brachte gerade mal im Süden Deutschlands keine 15 Grad mit einem Regengebiet, das da hier liegt und ansonsten ausgeglichene Temperaturen, aber im Osten Österreichs
immer noch Hitze, nur keine 40 Grad mehr. Das sind diese Unterschiede zwischen den Läufen, die ganz oben und ganz unten sind. Und um noch eins draufzusetzen, ich muss euch jetzt strapazieren, das europäische EZMWF-Modell hat jetzt mit seinem Hauptlauf für nächste Woche auch kurz einen Hitzepeak gebracht. Hier der sogenannte Hauptlauf, auch um die 25 Grad im Süden Deutschlands in 1500 Meter Höhe. Brachiale Hitze, zwar nur ganz kurz, aber die würde kommen, sich auch gut durchmischen mit Südwind. Es wäre knülleheiß und das Mittel aller Modellberechnungen ist mehr als 10 Grad kälter. Immer noch ganz, ganz viel Musik drin. Und die Musik, die heute spielt, ist In Richtung Sommer geht's. Im Süden Deutschlands und im Alpenraum ist es ohnehin meist recht sonnig. Ansonsten ziehen schubweise noch einige Schauer und Gewitter durch. Da ist so ein kleines Minitief noch über dem Nordosten Deutschlands. Da wird es mal ein bisschen rumpelig mit ein paar kräftigen Schauern, auch Gewittern. Da kann es auch mal für ein, zwei Stunden Landregen geben. Dann lockert das Ganze wieder auf. Am Nachmittag werden die Schauer und Gewitter weniger. Von den Niederlanden her wird sich mehr und mehr die Sonne durchsetzen. Im Süden tut sich ohnehin relativ wenig. Der Wind ist sehr, sehr ruppig. Wenn diese Schauer und Gewitter durchziehen, um die Mittagszeit gibt es hier in Berlin-Brandenburg mal kurz stürmischen Nordwestwind. Sonst haben wir starken bis stürmischen Wind im Nordwesten aus südwestlichen Richtungen. Bisschen kompliziert das Ganze. Ansonsten ist der Wind auch spürbar in den Alpen deutlich schwächer. Die Temperaturen erreichen im Nordwesten 19 bis 23, sonst 23 bis 28, im Osten und Südosten Österreichs 28 bis 32 Grad. Der Mittwoch wird schon einiges friedlicher sein. Vom Emsland über Ostfriesland bis rüber nach Mecklenburg-Vorpommern gibt es einzelne Schauer, vielleicht auch mal in den Alpen. Ansonsten ist es sonnig, in der Mitte sind ein paar harmlose Wolken unterwegs. Der Wind ist immer noch ruppig, vor allen Dingen im Nordosten wird sich aber dann mehr und mehr abschwächen. Dazu die Temperaturen 20 bis 25 Grad im Norden, 23 bis 28 Grad im Süden und 28 bis 33 Grad im Südosten Österreichs, wo übrigens zumindest örtlich ein paar Schauer mehr unterwegs sind. Der Donnerstag bringt so milchigen Sonnenschein. Da sind immer wieder hohe und mittelhohe Wolkenfelder unterwegs, vor allen Dingen in der Mitte und im äußersten Norden. Dazwischen haben wir strahlenden Sonnenschein. In den Alpen bilden sich ein paar Quellwolken. Wird ein wunderbarer Tag, der auch zu 99,9% trocken sein wird. Der Wind ist auch schwach, den haben wir kaum noch drin und 22 Grad sind es auf der See, 32 Grad im Südwesten Deutschlands, 32 Grad im Südosten Österreichs, sonst 24 bis 30 Grad. Einer der angenehmsten Sommertage des Augusts mit Sicherheit. Dann kommt der Freitag. Der wird übrigens wieder sehr windig an und auf der See mit starkem bis stürmischem Wind. Auch sonst ist der Wind spürbar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ziehen einzelne Schauer und Gewitter durch. Am Freitag tagsüber sind nach derzeitigen Trends nur wenige unterwegs. Und dann haben wir eine Trennlinie. Linie der Temperaturen. 21 bis 28 Grad sind es im Nordwesten, 29 bis 34 Grad in der Mitte und in der Südosthälfte. Und jetzt fragen sich einige, warum sind da andere Temperaturen darunter? Das sind die des europäischen EZMWFs-Modells, um euch mal den Unterschied aufzuzeigen. Amerikanisches GFS-Modell, europäisches EZMWF-Modell, das macht es also nicht so heiß. Am Samstag viel Sonne in der Mitte und im Süden, im Norden sind ein paar Wolken mit Wind unterwegs. Temperaturen wieder unterschiedlich, 19 bis 26 Grad nach dem amerikanischen Modell und 17 bis 23 Grad nach dem europäischen Modell. Und im Südosten ebenfalls ein größerer Temperaturunterschied, aber sommerlich warm wird es nach jedem Modell werden. Und ganz, ganz spannend ist der Sonntag. Ich habe jetzt mal das Wetter des amerikanischen GFS-Modells genommen. Rund um die Nordsee, später auch zur Ostsee, sollen Gewitter auftauchen mit schweren Sturmböen. Ansonsten ist es auch sehr windig mit starkem bis stürmischem Wind und Spitzenböen von 40 bis 70 Stundenkilometer. Aber super sonnig. In der Schweiz gibt es später auch ein paar Gewitter. Und die Temperaturen des europäischen EZMWF-Modells. 17 Grad auf der Nordsee, 29 Grad rund um Wien und im Osten Niederösterreich. Der große Rest ist dazwischen. Also, das des europäischen EZMWF-Modells und die Werte des amerikanischen GFS-Modells, die muss ich euch gleich im direkten Output zeigen. Die sehen nämlich so aus. 20 Grad auf Baltrum und 36 Grad in Berlin im Alpenvorland und 40 Grad im Osten Österreichs. Also gigantische Unterschiede von mehr als 10 Grad. Da ist diese Musik so drin. Schließen wir das hier ab mit der Wettervorhersage für die nächsten Tage im Detail und schauen uns jetzt noch mal ganz kurz an, in welche Richtung es danach gehen könnte. Das Hoch wird wahrscheinlich Richtung Skandinavien wandern und das wäre für das übernächste Wochenende. Ist natürlich noch spekulativ. Ich habe den Hauptlauf genommen, aber der würde praktisch bis zum Ende des Vorhersagezeitraums, Ende August, dieses
hoch hier lassen. Jetzt sind hier bunte Tiefs drumherum. Das habe ich rot gemacht, weil es zu uns warme Luft transportiert, das kalte Luft bringt, also das kalte Tief. Und dann ein neutrales Warum, weil um dieses Tief herum einerseits kühle Luft kommt, andererseits nochmal Heißluft reingeführt wird. Aber dieses Hoch bringt dann keine Hitze mehr, sondern eher immer wieder Niederschläge. Und so ist die Niederschlagsbilanz dann nach diesem Lauf in 2 Wochen so, dass wir im Norden Deutschlands relativ wenig Regen bekommen, in der Mitte mehr und im Südosten einiges, weil hier die Grenze zur Heißluft ist und von Nordosten käme die kühlere Luft eingeflossen und das reibt sich dann eben und bringt ganz einfach einige Regenfälle und immer wieder Schauer und Gewitter. Der August hat noch viele Überraschungen parat. Die nächsten Tage sind in Sachen Hitze schon mal spannend und dann, wie es mit der Wetterlage weitergeht. Und wir sehen uns dann später wieder. Bis dahin.